Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Heute habe ich Velvet Fig Blended Malt Scotch Whisky. Small Batch Handcrafted. Yay! Blended Malt heißt natürlich, dass es dann kein Grain hat, dass kein Blended Scotch Whisky ist, ein Blended Malt Scotch Whisky. Die Beschreibung oder Bezeichnung finde ich immer noch ein bisschen verwirrend, sogar für mich manchmal. Gut, dann haben wir hier was ganz Gutes. Wir haben Sherry Hogsheads und Sherry Butts. Whisky Base Nummer 185136. Und es gibt 9750 Flaschen davon. Und der Preis liegt bei 40 Euro. Ich habe ganz kurz überlegt, was kann ich nehmen, der ähnlich ist. Compass Bock Scotch. Blended Malt Scotch. Auch 46%. Dieses Mal sind wir bei 42 Euro. Ich habe es einmal gefunden für 39. Aber ich fand es einfach schön, dass wir zwei unabhängige Abfüller hier haben. Und wir haben zweimal Blended Scotch Whisky, der jeweils jetzt hier mit Sherry viel zu tun hat. Genau, Weems und Compass Bock John Glazer. So, hier wird nicht unbedingt angegeben, wie viele Flaschen das ist, denn es gehört zu einem Core-Range-Produkt hier bei Compass Box. Ist lange, lange her, seitdem ich da mein Video dazu gemacht habe. Wir haben das neulich bei einem Compass Box-Tasting gehabt und nicht alle Sample-Sets sind weggegangen von der zweiten Ladung von Flaschen. Deshalb habe ich hier ein bisschen was übrig. Velvet Fig habe ich selbst noch nicht mal eingeschenkt hier. So, ich erzähle ein kleines bisschen dazu, wie es denn da steht auf der Webseite hier von Velvet Fig bzw. zum Weems. So, wir haben jetzt hier tatsächlich, was haben wir jetzt hier? Ein Small Batch und das heißt, sie haben tatsächlich in Gesamt hier 9-mal First Fill Ex-Sherry Hogsheads aus europäischer Eiche genommen, in dem Single Malt drin war. Und da haben sie 6-mal First Fill Ex-Sherry Butts auch von europäischer Eiche mit Single Malt. Habe ich das richtig gelesen? 9-mal Ex-Sherry Hogsheads, genau, und 6-mal Sherry Butts, also ungefähr. 6 mal 500 heißt dann da 3000 Liter und 9 mal 250 ist dann, ja, dann 18, ungefähr die Hälfte davon, also 24.000. Okay, gut, das ist so ungefähr 60, 40%. So, non-chilled filtered, yay, natural color of mahogany wird hier aufgelistet, 46% und es kam tatsächlich 2021 raus. Ah, guck mal, meine Mathematik war nicht so schlecht. Hier steht circa 45% Sherry Heads und circa 55% Sherry Butts. Also, ja, das heißt, das ist praktisch ein Blend von zwei verschiedenen Brennereien, wenn ich hier lese. Denn es ist Single Malt Scotch Whisky, Single Malt Scotch Whisky jeweils. Okay, cool. Dann genug erzählt, genug geredet. Lass uns das hier. Oh, da kommt der Sherry hier mächtig stark durch. Also, sehr gut, sehr gut. Und was ist interessant ist, hier steht nicht nur Sherry, hier steht Oloroso. Oloroso Sherry. Sehr, sehr schön. Hier bei Spice Tree haben wir Non-Chill Filtered, Natural Color haben wir auch. Und hier haben wir einfach mal auch eine Mischung von verschiedenen Fässern, die auch denn da sein können. Also ehrlich gesagt, wegen Fass Zusammensetzung haben wir hier wenig. Ich weiß nur, dass sie tatsächlich französische Eiche für die Deckeln genommen haben und die haben amerikanische Eiche für jetzt hier den Körper von den Fässern. So, und diese Seite. Oh, irgendwie gefällt mir Spice Tree besser, also Würzbaum. Oh, ja. Das ist hier. Ja, leichte Sherry und leichte Sirup-Momente. Das ist, als ob es eine Mischung wäre von verschiedenen Sherry-Sorten. Diese Oloroso und das hier, das Spice Tree, wirkt irgendwie für mich harmonischer. Oh ja. Ach, leichte Zimtnoten auch da drin. Also,
Manchmal habe ich meine Vergleichswhiskys sind, ich würde nicht sagen, in den Haaren herbeigezogen, aber ich muss mit dem arbeiten, was ich vor Ort habe. Und manchmal sage ich mal, Jason, gut gemacht. Also das hier als Idee zu haben, mit dem hier zu vergleichen, finde ich ehrlich gesagt bombastisch gut. Gut, dann probieren wir mal. Kalibrierungswhisky war hier drüben. Also Weems Family ist schon ein etwas größeres Familienbetrieb, was sie da haben. Die haben mittlerweile auch jetzt hier eigene Destillerie auch mitgebaut hier. Also das ist schon nicht schlecht, was sie denn da alles gemacht haben. Weems muss eigentlich jetzt der Kingsburn, nicht wahr sein? So. Ja, interessant. Tschüss. Da ist ein bisschen Schwefel da drin. Also, oh wow. Also Sherry und Schwefel. Ob ich so begeistert bin, muss ich ehrlich gesagt sagen, nein. Andere Menschen werden das einfach total hier als, als würzig nennen. Für mich ist es schwefelig. Und damit habe ich schon meine Probleme. Denn Schwefel ist für mich eindeutig auch eine Fehlnote. Kommt vom Fass, gehört nicht da rein. So, hier steht es hier. Was haben wir jetzt hier? Frucht, wir haben Mundgefühl und wir haben Würze. Ich weiß nicht, ob Mouthfeel tatsächlich ein Tasting Note sein kann. Aber okay, gut. Warum nicht? Luxurious, luscious, also luxuriös und lecker. Reife Fruchten, Datteln, Aprikosen, Rosinen, Sultanen, Schoko, würzig. Ja, Snuskat haben wir hier, Ingwer haben wir hier, Haselnuss wie getoastete Walnüsse hier am Ende. Marzipan soll drin sein, Milchschokolade soll drin sein, Zimt, ein bisschen Tabak. Also Wahnsinn, wie blumig die das hier auch beschrieben haben. Ja, also nochmal. Ich komme nicht über den Schwefel hinweg. Sorry, Leute. Naja. Der Schwefel wird mehr, nicht weniger. Irgendjemand hat neulich bei einem Whisky-Video gesagt, ja, als ich die Flasche aufgemacht habe, habe ich auch nur Schwefel gehabt. Denn nach 3 Monaten und die Hälfte, mehr als die Hälfte, die Flasche weg war, war endlich diese Schwefelnote weg. Mein erster Gedanke war, nein, der Schwefelnote ist nicht weg, du hast dich dran gewöhnt. Also, ich glaube nicht, dass dieses Schwefel tatsächlich dann da sich wegoxidiert oder weggeht. Ja, da kann ich mich vollkommen da irren, aber ich glaube nicht. Ja, drei. Tendenz, manchmal sogar ein 3-. Also ich habe hohe Erwartungen gehabt, ich habe wirklich mich darauf gefreut und dann kommt einfach mal dieses negative Faktor dabei, diese Fehlnote dazu und damit muss ich sagen, preislich, also 40 Euro für so ein Velvet Fig finde ich auch ein kleines, okay, ist ein No-Age-Statement, der kostet sogar 2 Euro mehr. Limitiert, keine 1000 Flaschen, nur Deutschland und so weiter. Ja, nicht Deutschland, nur Europa, 750 Milliliter. Nee, 700 Milliliter hat die jetzt hier. Ich schaue noch mal ganz kurz. Wo ist diese Flasche noch überall zu haben? Ja, gut. England, Schottland, Niederlande, Belgien. Also, ja. Das ist schon eine Europa-Only-Sache jetzt hier. So, was haben wir jetzt hier?
Ich bin dabei zu lesen, bei Whiskybase zu sehen, ob irgendjemand anders jetzt hier irgendwas vom Schwefel hier schreibt. Bin ich der Einzige, der da überempfindlich ist damit. Ja. Alle sagen ein bisschen würzig und so weiter, aber nicht schwefelig. Ich sage Schwefel und weg. Gut, hier ganz kurz Spice Tree. Der hat auf jeden Fall mehr Sherry-Geschmack hier drüben bei deinem Velvet Fig. Da ein bisschen mehr ein Oldschool-Charakter da drin. Also ich meine, rausschmecken zu können, die haben ein bisschen diese französische Eiche. Und viel mehr dunkle Schokolade. Das war der europäische Eiche hier. Der europäische Eiche hätte mir eigentlich total viel dunkle Schokoladenoten geben müssen. Allerdings der französische Deckel und die amerikanische Eiche geben mir diesen Moment stattdessen. Also das wäre auf jeden Fall für mich eher ein 3 Plus. Preislich könnte ich auch ein 3 sagen. Compass Box by Street kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, wer es noch nie im Glas hatte. Kauft euch ein Sample, probiert es auf einer Messe. Ich war schon auf Messen dieses Jahr, also es geht wieder los. Yeah. Und dann können wir das einfach mal auch hier schauen, dass es dann was wird. Yummy, yummy. Was ich nicht gemacht habe, war Wasser. Ja, ist schon 46%, non-chill-filtered, kein Farbstoff. Hier steht nirgendwo, nirgends was wegen jetzt hier tatsächlich ein Finish. Also, First Fill ex Sherry Hogsheads, First Fill ex Sherry Butts. Länge der Zeit der Reifung? Keine Ahnung. Hinten raus habe ich immer noch diesen Streichholzmoment. Okay, 3 Minus bleibt es dabei. Sorry. Also, eindeutige Empfehlung: Spice Tree, Compass Box, wenn man will. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Also, meine Frage des Tages ist jetzt hier: Verpackung. Welche Verpackung Art gefällt ihr besser? Gefällt euch besser? Ist das hier dieses farbige Monster? Nenne ich das ganz bewusst. Hier in diesem Fall eher ein Lilac, so ein bisschen Flieder, ein bisschen lila. Also, dass alles so diese Farbe hat. Denn der Hive ist zum Beispiel alles Gold und der Spice ist alles hier eher ein rötlicher Moment und der Smoke ist da ein bisschen eher. Keine Ahnung, ob es Kreide, das kann man nicht Kreide nennen. Es ist ein bläuliches Stahlblau ist das, ja, der Peat Chimney. Und das ist einfach mal meine Frage an euch. Gefällt euch hier diese farbliche Packungen gut? Wirken für mich ein bisschen mehr auch für Frauen mitdesignt, dass sie sehen und sagen, oh gut, ja, ich kann sie gut auseinanderhalten, Farbe passt dann auch so Inhalt und so weiter, sehr gut. Oder gefällt euch eher ein klassisches hier Design? Also hier, wie oft habe ich das gehabt, auf der Seite dann so ein bisschen Sachen auf der Rückseite und dann hat man weiß und dieses ein einziges Fokus hier in diesem Fall Spice Tree. Auf dem Flaschendesign passt nicht rein. Also da sieht er gar nicht. Also hier hinter mir. Bei mir wird sie nicht reinpassen. Also ist ein bisschen zu hoch. Das ist auch etwas, was ich immer wieder bemängel, dass sie ganz oben hingehen müssen. Aber hey, naja, man kann nicht alles haben. Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Findet so ein Design oder so ein Design mit den Farben viel besser oder eher klassisch? Danke, 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 dass ihr zuschaut. Liken, abonnieren, diese Flaschen wurde auch durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppen denn dort tatsächlich verteilt. Link zu der WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe
Gruppe findet ihr unten. Auch da, wo diese Campus Bucks Tasting und andere Tastings am Wochenende stattfinden, auch alles läuft darüber. Und wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr bzw. Sonntagabend um 21 Uhr mit einem Gast hier bei meinem Livestream. Alles Gute, bis dahin, Whiskey Jason, ciao.